Manchmal, wir sitzen in einem Schiur, wir lernen Torah, wir sind drinnen in einer heiligen Sache, aber dann plötzlich kommen irgendwelche Hindernisse, Probleme, die auftauchen, plötzlich das Handy klingelt, im Büro gibt es Probleme, du musst dies lösen, jenes lösen und Moment, Quadrat, ich muss kurz einen Anruf annehmen, ja, hallo, ja, verkaufen, kaufen und oder machen wir es auf eine andere Sprache, für die es ein bisschen anders verstehen, ja. Manchmal der Mensch fährt auf Urlaub, um ein bisschen abzuschalten. Im Urlaub, er nimmt sein Handy mit und beginnt zu telefonieren. Hallo, ja, kaufen, verkaufen. Moment, du bist auf Urlaub. Für was bist du auf Urlaub gefahren? Es wird erzählt, einen sehr reichen russischen Oligarch in Russland, sehr reicher Mann, damals, nicht heute, ja. Und er hat ein Minhag, ein Brauch gehabt, dass jedes Mal zum Mittag, er ist nicht so wie wir ein normales Mittagessen, bei ihm ist jedes Mittagessen ein 6-Gänge-Menü. Vorspeise, Nachspeise, Nachspeise, nach der Nachspeise und Fleisch, Fisch, Gizbis, alles Mögliche. Sein Mittagessen dauert normalerweise zwischen 1 Stunde und 3 Stunden mindestens jeden Mittag. Das war sein Leben. Vielleicht hat er auch ein bisschen dick ausgeschaut, ich weiß es nicht, aber so wird erzählt. Und eines Tages, er ist während seinem täglichen Mittagessen und plötzlich kommt ein Makler, der ihn sehr gut kennt, und hat ihm ein Millionengeschäft anzubieten, wo er mit einer Unterschrift sehr viele Millionen verdienen kann. Er kommt jetzt aber der Big Boss beim Essen, auf Hebräisch heißt das Shat Achila, Shat Milchama. Während des Essens darf man nicht gestört werden. Und er isst und ist erst im ersten Gang. Fisch ist fertig und nachher kommt noch nachher Yachni, nachher kommt noch und jetzt er schaut, es ist jetzt eine einmalige Chance, wenn die vorbei ist, ist vorbei. Und er versucht zu deuten, er sagt ihm, jetzt ich esse, nicht stören. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, nur schon Nachspeise. Nein, ich will nicht gestört werden, lass mich essen. Er isst bis zum Ende, Maimacharonim Chova, Birkat Amazon, Tischgebet. Komm her, was willst du? Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Ich habe Ihnen ein Angebot gehabt, ich bin mit einem Angebot gekommen und ich wollte Ihnen anbieten ein Geschäft, wo Sie in kurzer Zeit mit einer Unterschrift sehr viele Millionen verdienen werden. Leider ist vorbei. Sagt er, kein Problem. Fragt er, Moment, aber ist dieses Essen jetzt, Sie sind ein gescheiter Mann, ist dieses Essen es wert, um so viele Millionen zu verlieren? Kurze Pause. Oder einmal darauf verzichten. Morgen isst du eine doppelte Portion. Ja. So macht ein gescheiter Mensch. Sagt er, nein, nein. Du bist nicht gescheit, ich bin der Gescheite. Warum? Mein ganzes Ziel, warum arbeite ich jeden Tag? Von früh bis Abend. Um am Ende dazu zu kommen, dass ich jeden Tag so eine königliche Mahlzeit essen kann. Nur ich bin schon bei meinem Ziel angekommen. Ich esse jeden Tag jetzt diese königliche Mahlzeit. Das soll ich unterbrechen jetzt? Für was? Um später einen Zweck zum Ziel zu bekommen? Ich bin schon im Ziel und ich soll jetzt unterbrechen das Ziel, um zum Zweck zum Ziel zu kommen? Das ist stark. Das ist stark. Das heißt, wenn du jetzt sitzt und lernst Torah und plötzlich, Moment, ein dringender Anruf, das ist ja das Ziel, am Ende zu kommen und zu chillen, zu genießen vom Leben. Oder du bist im Urlaub. Du bist schon im Urlaub. Das ist das Ziel, zu genießen. Ah, Moment, ich muss das erledigen. Manchmal, wir sind schon im Ziel, aber um zum Ziel zu kommen, wir unterbrechen das Ziel und beschäftigen uns mit dem Zweck. Ja, sollte nicht gemacht werden.